Habe Elgrin getötet. Wie viele reanimierte Hurtrader schon mal? Brauchen wir noch nur noch eine Handvoll. Oh, das ist ja dann ganz gut machbar. Da steht noch eine Kiste, die nehmen wir mit. Da ist nur Unsinn drin, den wir trotzdem mitnehmen. Gamster hat, glaube ich, ein Video dazu. Ja, irgendwie sowas. Also, da gibt es auf jeden Fall. Das ist ja relativ kein unlösbares Problem, rauszufinden, wie gut das Remaster ist. Ich persönlich hätte aber, wie gesagt, man muss sich ja nicht die alte Pixel-Grafik antun. Die verhagelt einem im Zweifel nur den Spielspaß, weil man es sich nicht mehr angucken will. Je nachdem, was man da auch für ein Typ ist, ne? Und wie gut die Grafik gealtert ist. 57, 58. Und 60 haben wir. So. Töte geilen spuckende Gallespucker, um den Bodenfleisch zu sammeln. Das kann ich. Petri will manchmal sogar die veraltete Steuerung. Ja, na klar. Na klar. Aber das muss halt jeder für sich selber wissen, ne? So, da sind wir wieder im beklopptest benannten Gebiet des ganzen Spiels. So, da haben wir auch ein Bestiarium wieder voll. Ah, kriegen wir doch noch ein Stübchen raus. Dann hätten wir schon, hätten wir beim nächsten Mal schon nur noch eine Stufe zu machen. Das wäre ja durchaus was. Das wäre ja durchaus was. Und dann kommen wir vielleicht auf 10 Stunden Grind, davon ausgehend, dass es das dann auch tatsächlich war. Das ist aber trotzdem ganz schön bitter. Ich muss dann nochmal gucken, wie lange wir insgesamt saßen. Ich glaube, es ist jetzt der 6. Stream oder so. Gleich nach. Das ist ja praktisch an der Stelle. Ich muss hier einmal kurz mit all meinen Cooldowns niedermähen. Würde dich eigentlich das Cyberpunk 2077 DLC noch interessieren? Auf jeden Fall. Wenn der kommt, wird der gespielt, Repi. Bioshock 1 Remaster hat einen eigenen Launcher im Shop bekommen. Ja, da ist klar, dass die Steam Reviews dann erstmal Amok laufen. Na, schaffen wir das, bevor sie uns bemerken? Nein. Gut, aber da muss man vielleicht einfach auf die allgemeinen Zahlen gucken und nicht auf die kürzlichen und dann passt das, keine Ahnung. Retri vergeht das Interesse am Cyberpunk DLC mehr und mehr. Ja, weil das Spiel einfach ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ich habe
vor bei Gelegenheit privat nochmal einen Rerun zu machen. Und ich denke, dann kommt es auch wieder ein bisschen. Ich muss zugeben, ich verstehe, was du meinst. Aber es gab ja jetzt auch zwischendurch einen relativ großen Patch und der würde mich auch durchaus nochmal interessieren. Also ich glaube, auch das Spielerlebnis ist jetzt nochmal deutlich anders. So. Ne, da haben wir die Stufe nicht mehr vollgekriegt. Wenn jetzt hier der Codex nicht noch was ausspuckt. Oh, da! Nein! Kurz vorher verhungert! Da! Da ist er! Mist, verdammt, da. Gibt es noch was Kleines, was wir jetzt machen können? Wir haben wieder drei Embleme. Guck mal, da machen wir noch so eins dieser Portage. Und dann kriegen wir die Stufe noch hin. Das kann ich jetzt so nicht. Das kann man jetzt so nicht machen. Das geht nicht. Ultimativer Überfluss. Ultimative Fertigkeiten von Spielern erhalten schnellere Aufladung. Monster lassen mehr Energiekugeln fallen. Angriffsgeschwindigkeit von Monstern erhöht. Okay. Komm, put, 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 put. Schade, keine Ausguck mehr. Ja, ach. Irgendwas ist ja immer. Auch wenn es mit der ultimativen Fähigkeit durchaus praktisch gewesen wäre, den Ausguck noch zu haben. Da ist die Stufe. Weil wir ja so viel AOE dabei haben. Wir können jetzt einen legendären Gegenstand erwecken. Aha. Das werden sie uns bestimmt dabei Gelegenheit erklären. Entwickler des Cyberpunk ist auf dem Stand, auf dem es hätte sein sollen zu Release. Ja. Es ist schade, dass es ja irgendwie anderthalb Jahre gebraucht hat, ne? Bis sie da waren. Aber sie haben ja jetzt auch Ressourcen aufteilen müssen und so eine Geschichte. Also ein Stück weit ist es wahrscheinlich auch verständlich. Aber allein deswegen hätte ich eigentlich Bock, privat nochmal einen Rerun zu machen. Uns mehr anzugucken. Ne? Auch um so ein paar andere Quest-Varianten mal zu sehen und so. Ich meine, so großartige Änderungen gibt es ja da nicht. Aber mal einen anderen Origin als den Corporate-Dings mehr anzugucken. Eine andere Romance-Option. Wir haben jetzt die zwei gesehen, die wir mit dem männlichen Charakter erreichen können. Mal die weiblichen anschauen oder so. Einfach nur, um den Content mal gesehen zu haben. Da hätte ich durchaus Bock drauf. So. Irgendwie noch mal drei aus und auf. Schön mit der Ulti aufgeräumt. Da sind nochmal Erfahrungspunkte rausgefallen.
Wirte freut sich inzwischen mehr auf den Next-Gen-Patch von Witcher 3. Ich muss zugeben, der wiederum lässt mich völlig kalt, ne? Das mag auch den einen oder die andere überraschen. Aber der Next-Gen-Patch von The Witcher ist mir völlig wurscht. Weil ja, Spiel sieht nochmal besser aus. Toll. Aber das hält mich nicht bei der Stange, ist das Problem. So funktioniere ich einfach nicht. Das ist dann sitze ich einmal da und denke mir, oh, sieht's toll aus. Und dann mache ich es wieder aus und spiele was anderes. Weil Witcher 3 kenne ich jetzt nur wirklich zur Genüge. Waren da Ads? Ich hab's nicht ganz mitgekriegt. Zack, nächste Ulti. Dann machen wir den Kleinen hier, da ist er. So. Zum Schmied gehen. Dinge wieder verwerten lassen. Oh, wir haben sogar was, was besser ist als... Oh, hier den Gürtel. Ja, na. Dann wollen wir den natürlich auch benutzen. So. Und raus hier. Ältestenportal verlassen. So. Gut. Aber es ist 2:30. Ich muss morgen arbeiten. Ach du Schiete. Adeptenpreise, Belohnung des Pfads. Ja, okay. Gratis Tagesbelohnung, meinetwegen. Ist mir alles recht. Ja, also ich muss zugeben, ich bin langsam an einem Punkt, wenn ich es nicht hier für den Stream spielen würde, ich weiß nicht, ob ich es fertig gespielt hätte. Kann nur immer wieder sagen, ich mag das grundsätzliche Gameplay des Spiels. Es ist einfach wirklich das Game Design drumherum, das einfach nicht witzig ist. So, das einen dazu zwingt, diese ganzen Zusatzaufgaben zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, dass immer wieder diese Grind-Hürden einzieht. Dass finde ich nicht so wahnsinnig cool, muss ich zugeben. Und das ist auch der Teil, der mir dann wirklich den Spielspaß nimmt. Ne? Weil wie gesagt, das grundsätzliche Gameplay ist völlig in Ordnung. Und wenn man jetzt noch ein bisschen mehr Einfluss auf seinen Charakter nehmen könnte, würde das auch durchaus so ein Vollpreis-Diablo ein Stück weit tragen. Aber... Dadurch, dass es eben doch sehr mobile fokussiert ist, natürlich. Und einen dadurch so ein bisschen zwingt, sich mit dem ganzen Krempel auseinanderzusetzen, der dann einfach nur noch aufwendig ist. Muss ich zugeben. Meh. Mag ich nicht. So. Gut. Wir brauchen Stufe 56 und wir müssen hier wegen des sich wendenden Zyklus mit dem Stillschweigenden sprechen. Das können wir jetzt nochmal machen. Der Autopilot führt uns hin. Toll.
aber wahrscheinlich wird es wieder auf Dingens, auf Kopfgelder rauslaufen. Zyklus wendet sich. Zyklus vorbei und ein neuer Unsterblicher wird gekrönt. Ihr könnt es eure Errungenschaften vorheriger Zyklen ansehen. Keine. Soweit schön. Und jetzt interessiert doch keinen Menschen. Und wie komme ich hier jetzt wieder raus? Das ist doch die wichtige Frage. Aha. Meine Treue und meine Teilnahme ist außergewöhnlich. Aha. Okay. Habe ich 1500 Hilfe gekriegt. Das ist aber nett. Jede Wendung des Zyklus stärkt die Menschheit, sowie ein Feuer neues Wachstum fördert. Das lässt sich nicht vermeiden. Prägt ihn in den kommenden Tagen oder werdet Zeuge, wie er andere prägt. Denkt über den vergangenen Zyklus nach, lernt, bevor ihr vergesst. Ihr könnt jeden Tag zum Reflektieren hierher kommen und ein Erinnerungsstück erhalten. Betrachtet eure Errungenschaften. Heldentaten. Aha. Ich bin Schreiter. Sprecht mit dem Hildhändler. Uchtet noch. Ja, sie nutzen wieder die Gelegenheit, um uns irgendeine Spielmechanik näher zu bringen. Der Zyklus wendet sich. Wollt ihr die neue Ware ansehen? Ich verkaufe sie nicht einfach an jeden. Sie ist praktisch für euch gedacht. Ah, das können wir für die Währung, die wir hier für einen möglichen Krempel kriegen, dann Dinge einkaufen. Können wir ja mal machen. Ich meine, why not? Können legendäre Embleme kaufen, aber nur eins im Monat. Mhm. Einen legendären Gegenstand. Und Carstens Kräftigung. Was tut das? Ach, das ist ein legendärer Edelstein. Oh ja, wir gucken mal. Dass wir kriegen, dass das immer noch mal aufplöppt. Kostet doch nur Zeit. Eine legendäre Brust. Müssen wir jetzt noch identifizieren. Das ist, das gibt es regelmäßig beim Gynäkologen bei der Vorsorgeuntersuchung. Da wird die Brust identifiziert. Das wisst ihr Bescheid, wie das läuft. Da gibt es auch Schriftrollen für, aber die sind rar. Okay. Hier gibt es auch noch andere Sachen. That well, friend. Müssen wir wieder mit der Geschichtsarchivarin sprechen. Neues Zeitalter bricht an mit einer neuen Gruppe, die von der Krone gestärkt wird. Wenn ihr euch den Unsterblichen anschließen wollt, geht zu ihm. I know you will forge your own path in the age ahead of us. Hopefully this gift will help. Aber ich will nicht vergiftet werden. I don't want to. So. Ich hoffe, das leichte gute Dienst. Das ist ein kleiner Glücksbringer. Ihr könnt nächste Woche jeden Tag vorbeischauen. Vielleicht habe ich noch ein paar. Huch! Brawl Kulli. Aha. Tippen, um alle Quests anzusehen. Ende des Zyklus. Feiert 7 Tage lang die neue Herrschaft des Unsterblichen von Imperius Domination. Erhaltet tägliche Belohnung von der Geschichtsarchivarin. Es ist also gerade ein Event zum Ende des Zyklus. Aha. Ein Mysterium, also ein Epic kriegt man. Embleme, Edelsteine. Aha. Ein weiterer Mechanismus, der uns dazu bringen soll, hier regelmäßig reinzugucken. Gut. Empfohlene Aktivität Kopfgelder. Machen wir. Wir navigieren zumindest mal zur Steckbrieftafel. Und wir haben ja auch noch
Embleme für Tore. Da können wir ja theoretisch auch gleich mal reingucken. Wir können auch theoretisch erstmal zum Identifizieren. Da. Das ist vielleicht schlauer. Dann können wir erstmal unser Inventar einmal leer machen. Das ist wahrscheinlich, wenn wir dann losziehen wollen, ganz klug. Käfig des Höllenjägers. Hm, immerhin. Übertragen. Mhm. Ein Schatten erhebt sich, ein Sieger unter den dunklen Clans, hat die ewige Krone für sich beansprucht und wurde zum Unsterblichen. Jenen, die besiegt wurden, sind nun ihrerseits Legenden. Okay, alles nett. Aber interessiert mich jetzt gerade nicht. Gibt es hier im Kodex wieder was zum Anklicken? So, blub. What do you need, friend? Wartet mal. Entschuldigung. Hier Gegenstände noch ein bisschen verbessern. Das war's dann auch schon wieder. Hier wollen wir die Lizenz extrahieren. Dann müssen wir wieder zu einem anderen NSC laufen. Das ist auch so ein Ding irgendwie, dass man hier mal quer über die Karte rennen muss, um die Dinge zu erledigen. Let us forge a new legend. Schaden von Sperrfeuer wird erhöht. Nutzen Sperrfeuer, glaube ich, gerade eh nicht. Gucken mal gerade. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, welche Fähigkeit. Schaden von Messerfalle um 10% erhöht. Okay, das ist natürlich ein Problem. Messerfalle wird zu Verbrennungsfalle. Wir haben generell einen Haufen Unique-Eigenschaften, die nicht cool sind. Kann man sicherlich auch was machen. Hier ist für den Mörser. Okay. Da muss man doch was machen. Explosiver Pfeil. Sperrfeuer. Ja, Sperrfeuer nutzen wir nämlich gar nicht. Gucken wir doch mal, ob wir da was machen können. Und zwar der Rüstung wollen wir was vermachen. Aber wir haben nicht die Auswahl, das ist das Problem. Gewagter Schwung, Messerfalle. Was haben wir hier zur Auswahl? Keine. Okay, ich verstehe, warum das so ist. Wir sind schlicht alternativlos. Mehrfachschuss verschießt jetzt alle Pfeile in eine Zielrichtung. Aber auch Mehrfachschuss haben wir ja nicht ausgerüstet. Das ist also voll egal. Okay, das war einfach. So, Inventar. Gibt es noch was zu tun? Nein. Was haben wir hier? Ah, okay, Resonanz. Erhöht die Grundattribute der Ausrüstung. Gut, 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 gut. Ah ja, verstehe. Da kann man dann optisch was drehen. Gut, dann wollen wir zum Palasthof und ich denke, wir fangen mit einem Herausforderungsportal an. Einfach so ein bisschen zum Einspielen.
Beziehungsweise hier in unserem ältesten Portal. Der Dasas Segen. Zusätzliche Belohnung. Das war beim letzten Mal ja schon. Legendär. Haben wir hier noch. Ah, reicht genau für ein Portal. Das ist doch wunderbar. Und rein da. Ist so schön lila. Ach, seht ihr mal, ich habe den Grind-Timer gar nicht angemacht. Das läuft natürlich alles noch unter dem Grind-Timer. Nicht, dass uns da eine Minute flöten geht. Trügerische Schritte. Magst du mir nicht anzeigen? Ungehindert durch Gegner, Angriffsgeschwindigkeit, stärkere Elite-Gegner, bessere Belohnung, alle Monster sind Elite. What? What? Okay, das könnte ein hartes Portal werden. Hier muss ich, glaube ich, tatsächlich vorsichtig sein. Die Kombination ist ein bisschen übel. Stärkere Elite-Gegner und alle Gegner sind Elite-Gegner. Also alle Gegner sind stärker. Toll. Läuft. Aber geht ja noch ganz gut. Es sind dafür zum Glück scheinbar nicht so viele. Weil wir sollten deswegen auf jeden Fall nicht zu stark vorpreschen. Das dürfte dadurch mit dem Portalfortschritt verhältnismäßig flott gehen. Kuckuck, E-Beams, 1 Dämonenjägerli. Ey, könntet ihr mich bitte nicht festbinden? Danke. Okay, okay, okay. Da ist er schon. Ah ja, da ist der Baal. Bin ich gerade meinem eigenen Dings hier ausgewichen. Das ist natürlich smart. Zwei Minuten. Da müsste ich fast einen Geschwindigkeitsbonus kriegen. Oh. Stufe 1. Also der Gegenstand, also der Edelstein, den wir gefunden haben, ist bescheiden. Aber immerhin. So, wieder verwerten. Das Ding können wir benutzen, anlegen, Dinge übertragen. So. Ältesten Portal verlassen. Das war ja kurz und schmerzlos. Was haben wir hier jetzt? Tägliche Belohnung für den ersten getöteten Gegner. Yes, sir. Und dann nehmen wir die Steckbriefe an. Zack. Und los geht's. Ich vermute, die werden wir mindestens durchmachen müssen, um den nächsten Story-Abschnitt spielen zu können. Und dann interessiert mich mal, ob sie noch eine Grind-Stufe irgendwo drin haben oder ob wir dann das ganze Höllengebiet bis zum Endboss durchspielen dürfen, ohne dass sie uns nochmal ausbremsen. So. Navigiert mich sogar immer zu den nächsten Gegnergruppen, ne? Für alle, die jetzt beim ersten Mal dabei sind. Ich muss im Grunde wirklich nicht selber denken. Ich muss nur Köpfe klicken. Das ist
sehr, sehr niedrigschwellig hier. Fräse ich da auch ganz gut durch. So, 13 von 15. Da steht 14 von 15. Einer fehlt uns noch. So. Da haben wir's. Jagdmonster in den Blutebenen. Dann schicke mich mal hin. Ich gucke dabei mal kurz ins Inventar. Da ist aber nur Unsinn dabei. Die Gegner ignorieren wir dezent. Keine Questgegner. Und diesbezüglich hat das dann schon... Oh, ein Boss. Den Boss nehmen wir natürlich mit. Ja, was interessiert mich denn jetzt die PvP-Schlachtfelder? Iratus. Hallo Iratus. Tschüss Iratus. Und es wird weiter navigiert. Und das sind dann jetzt Questgegner. Zack, 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 zack. Wenigstens zählt auch jedes einzelne Ding hier. Verstärkung. Geht das hier auch halt flott. Aber natürlich bar jedweder Herausforderung muss man dann auch ganz klar sehen. Bein 40 von 60. 30 getötet. Zack, zack, zack. 54. Von 60. Tötet Baals Diener. Nächste Quest. Dankeschön, Frau Reichenstein, und danke fürs lange dabei sein. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ey! Nicht da Kotzbrocken bist du. Wollt ihr doch nur vorbei. Unerhört. Unhöflich. Weißt du? Hinter uns. Ähm.
hält uns einfach auf und kotzt uns so seine Probleme vor die Füße. Das finde ich nicht okay. Aber als Diener sind die da. Ja, verstehe. Die Dicken, wir brauchen die Dicken. Was ist denn da los? Francoli. Sir, you're being hunted. Alasson, danke schön für deinen Held. Deinen Held. Alasson, danke schön für deinen Held. Danke schön für deinen Raid. Und willkommen, Gefolgsleute vom Jahr. Schön, dass ihr dabei seid. Alasson, Lifthill, Franconi, schön, dass ihr reinschaut. Wie war's? Blasphemous stand auf dem Programm. Blasphemous ist der Sidescroller, ne? Das ist, ich glaube, ich habe das bei OrcJ mal gesehen. Kann das sein? Kommt mir vage bekannt vor. Neues Ereignis. Töte Jaul den Verschlinger. Naja, dann. So. Wie war's bei Blasphemous? Wie ist es gelaufen? Erst Temtem, dann Blasphemous. Oh, zu Temtem musst du mir mal ein paar Worte sagen. Ich als alter Pokémon-Fan bin ja immer so ein bisschen am Überlegen, ob ich da mal reingucke. Aber so richtig traue ich mich nicht. Weil ich Angst habe, dass es mich enttäuscht. Muss ich mir Sorgen machen? Sollte ich das lassen? Oder könnte das einen alten Pokémon-Veteran glücklich machen? So. Ihr heldet mal rein. Ja, finde ich gut. Wir können mehr Helden gebrauchen. Wer meinen Spielstil kennt, weiß, ich bin ja mehr so Mr. Better Safe Than Sorry. Da können wir ein bisschen Helden-Duty und da bestimmt gebrauchen. Das Metroidvania Souls like Side-Scroller. Ja, ich erinnere mich daran. Ich glaube, ich habe das bei OrcJ gesehen und dachte mir so, oh Gott, das wäre in keinem Leben, wäre das was für mich. Aber wenn ihr daran Spaß habt, ist ja super. Temtem hatte ja im Early Access gespielt und mochte Hadasson sehr gerne. Wenn man auf dem Grafikstil vom Spiel steht, kann das was sein. Ja gut, ich muss ja zugeben, Grafikstile wiederum, ne, da mache ich mir nicht so viel draus. Also das klingt jetzt sehr banausig und natürlich ist Grafik ein Punkt. Aber ich gehöre nicht zu der Fraktion, der sagt, wie das aussieht, das spiele ich nicht. Dann muss ich da vielleicht mal reingucken. Schatzgoblin. Ich bin kurz abgelenkt. Da. Bleibst du hier? Da haben wir ihn. Alasson mag Cell Shading nicht über. Ja, ich kann, also ich verstehe, dass Leute Präferenzen haben. Ich bin nur tatsächlich so, dass ich über viel hinwegsehen kann, wenn der Rest passt. Oh, wir haben Legendary Schultern gefunden. Das ist doch. Hat sich ja direkt gelohnt. Unser Goblin-Schatzi. So. Ach, eigentlich will ich in die andere Richtung. Na dann los. So. Grafik ist so ein Ding, weißt du. Ist so ein bisschen wie schöne Anordnung bei Essen. Ich kann das zu schätzen wissen, ne, wenn das auf dem Teller richtig schön angeordnet ist. Aber solange es schmeckt, ist mir der Rest fast egal.
Während ihr andere Leute so sind und sagen, ich kann dich doch nicht einfach so auf den Teller klatschen. Klar kann ich das da einfach so auf den Teller klatschen. So. Der ist kurz wieder dran. Gucke mal, wir springen mal hier rüber. Und räumen mal hier die Backline auf. Die ist immer so unordentlich, die Backline. Da muss man regelmäßig was machen. Brodel bis der Massentöter. Das machen die doch inzwischen mit Absicht. Also ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass irgendjemand dachte, Brodel bis ist ein echt cooler Name für ein Bossmonster. Hast du vor dem Jodeln Schiss, heißt du bestimmt Brodelbiss. Oder so. Jetzt haben wir schon 2 Uniques gefunden. So, weiter geht's. Crossbar ist vorhanden. Aktuell nicht so stabil. Ja, gut. Mal gucken. Spontan weiß ich von 1,5 Leuten in meinem Freundeskreis, die das hin und wieder mal gespielt haben. Die sind aber alle auf PC. Insofern wäre Crossplay für mich jetzt bisher nicht so wahnsinnig wichtig. Es sei denn, du sagst mir jetzt, ich kann das als App auf meinem Telefon spielen. Aber das A wäre mir das neu und B wahrscheinlich nicht auf meinem Telefon. Hups. So. Begebt euch zum nächsten Hinterhalt des Eisclans. Ja, na. Warum nicht? Warum nicht? Oh nein! Überraschung ist, wenn ich mir den Hintern halt. Mal hier über ein paar Heilkugeln laufen. Du da, das ist das, was du machen willst. Ja, mich hier mit deinem Totem. Ja. Mich hier mit deinem Temtem-Nerven, hätte ich fast gesagt. Hier liegt schon wieder ein Unique. Was denn los heute? Was denn los? Gute Güte. Unique Drop Rate ist gerade. Also on fire, hätte ich fast gesagt. Ja, Konsole und PC. Vielleicht über die Steam auf dem Handy. Ich weiß nicht. Da muss ich doch auf Steam Deck warten, aber das habe ich noch nicht mal bestellt. Das kriege ich also frühestens 2024. Ich will es nämlich nicht bestellen, bevor ich es nicht bezahlen kann. Ich habe da so einen komischen Tick. Ich weiß, das ist nicht mehr modern, aber ich bin da komisch. So, reicht es? Nein! Fallen hier nicht noch irgendwo EP raus? Jetzt muss ich mir Rubine. Fühlt sich im Handheld-Modus bestimmt besser aus Nostalgie. Na ja, das definitiv. Es ist doch so ein klassisches Spiel, das ich finde, das sich halt für Handheld super gut eignet. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei Temtem ist, aber Pokémon war ja so ein Ding, dadurch, dass man das jederzeit speichern konnte, konntest du das halt wunderbar irgendwie im Bus oder so spielen und hast dann einfach ausgemacht, wenn du aussteigen musstest und das lief gut, ne? Und so, die Beinlinge, Feuerhagel, Käfig des Höllenjägers.